Wir sind die Gemeinschaft der Eigenbauten, Kulturflöße, kennt man vielleicht in Berlin, diese, sagen wir, kollektiv betriebenen, kulturell aktiven Flöße. Und wir haben uns entschlossen, Flagge zu bekennen gegen rechten Hass, gegen Ausgrenzung. Und das in diesem Fall konkret jetzt am Sonntag ist großer AfD-Pegida-Aufmarsch. Da laufen leider Leute mit Hakenkreuz-Tätowierungen durch die Berliner Innenstadt. Die haben da absolut gar nichts verloren. Viele Gegendemos kommen nicht ran, deswegen kommen wir auf dem Wasser. Wir fahren ins Regierungsviertel ein. Das ist auch alles soweit genehmigt. Und fahren unter dem Motto nie wieder. Ja, also nie wieder rein. Weil, also was sie vorhaben, das hatten wir in Deutschland schon mal und das machen wir nicht und das lassen wir nicht zu. Und da muss man auch einfach sagen, ey, Leute, ihr habt keine Chance. Also das läuft nicht. Genau, wir werden Sonntag gegen 11.30 Uhr werden wir am Washingtonplatz sein und da auf Sichtkontakt fahren. Dann fahren wir nochmal weiter gegenüber zum ARD-Hauptstadtstudio, haben da einen Pressetermin und werden dann noch die ein oder andere Demo supporten. Es gibt ja noch die Reclaim Club-Initiative, die super ist, die eine Demo machen. Dann gibt es die Welcome United-Demo, die werden wir auch kurz noch supporten. Da wird es Vorträge von Rednern aus Ellwangen geben, da wird es wahrscheinlich einen Megafon-Chor geben, dann wird es eine Performance geben, wahrscheinlich mit Regenschirmen. Dann ist noch nicht ganz klar, vielleicht wird es so kommunizierende Trommeln geben auf den einzelnen Booten. Extra für die AfD möglichst orientalisch angehaucht und so, aber vieles wird auch einfach improvisiert sein. Es gibt einmal die Anarche, das ist das größte Projekt von uns allen. Und dann gibt es dazu noch einen Zusammenschluss der kleineren Boote, das ist die Spreepublik. Da geht es im Prinzip darum, also die Gründungsidee ist, und das ist unsere Arbeit, Freiräume in Berlin werden einfach immer knapper. Ja? Man kann sich nicht mehr mal eben ausprobieren, man kann nicht mal hier was einfach machen. Man muss eigentlich, auch bei steigenden Mieten, muss man massiv Geld in der Tasche haben, um irgendwas zu machen. Und da haben halt ein paar Kulturschaffende und kulturell Aktive einfach gesagt, okay, dann gehen wir ins Wasser. Und wir machen alle eigentlich Kulturveranstaltungen. Also wir stellen Non-Profit eine Plattform und eine Bühne zur Verfügung für gesellschaftlich relevante Dinge. Also die Anarche zum Beispiel hatte ein Fluchttheater, Women in Exile-Aktionen. Die anderen machen Kanalreinigung, Wasserreinigung, Thema Umwelt, Nachhaltigkeit. Andere machen ein kostenloses Kino und eigentlich jede Initiative, die eine Plattform braucht und jetzt ein nettes Setting und eben kein Geld für irgendwelche Bühnen hat oder sonst irgendwas, die kann sich jederzeit bei uns melden und dann kann man da im Rahmen des Sommers Veranstaltungen machen. Anarche gibt es bei Noblocks, dann gibt es die spreepublik.org, wir sind auch auf Twitter. Ich glaube, es gibt einfach eine Notwendigkeit zu handeln und einfach klar seinen Standpunkt zu äußern. Es gibt so viele Leute, die einfach sagen, ja, wird schon passen oder passiert nichts oder andere kümmern sich drum. Nee, jeder muss sich drum kümmern, alle. Weil sonst, ja, wissen wir ja, was dann passiert, dann haben wir den Salat. Also ist ganz klar, es führt einfach kein Weg dran vorbei. Also das ist gar nicht mal so, ich will das, sondern ich habe einfach das Gefühl, das muss passieren. Jetzt weiter organisieren, telefonieren.